Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden und liebe Mobilwetterfreunde. Heute das Thema TV, Fernsehen im Wohnmobil. Wir tauschen unseren alten Fernsehen heute hier aus für ein besseres Modell. Und zwar haben wir hier einen größeren TV uns ausgesucht mit mehr Möglichkeiten und mehr Variationen. Und alles weitere hier in diesem Video. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, liebe Mobilwetterfreunde. Heute das Thema Fernsehen, tauschen heute unseren Fernsehen im Heck aus. Genau. Wir tauschen unser altes Gerät aus für ein neues Gerät. Wir haben hier ein komplett anderes und komplett neueres Gerät, was unseren Anforderungen natürlich entspricht im Wohnmobil. Ein Tick größer ist das Modell und wir stellen euch mal kurz vor, was es sich für ein Gerät handelt. Es ist ein ganz neues Gerät, was ganz neu auf den Markt gekommen ist und wir natürlich sofort testen müssen. Ja, Toni stellt euch das Gerät jetzt ganz einfach mal vor. Er hat mehr Ahnung als ich von TV. So, hier wäre dieses Gerät von der Firma Telefunken mit der Modellname XH24G501VD. Trennung W mit einer Bildschirmdiagonale von 60 cm, entsprechend 24 Zoll und einer Auflösung von 16:9 im LED-TV. Natürlich als Smart TV mit WLAN-Unterstützung, zwei HDMI-Eingängen, drei Receiver haben wir hier drin, einmal DVB-T2 in HD, S2 und ein HD Ready. Die WLAN-Unterstützung dabei. Und das Besondere an diesem Fernseher natürlich, ein DVD-Player integriert. Das ist ein 2019er Modell, ganz neu, relativ auf dem Markt. 12 Volt Anschluss. Vom Verbrauch her schauen wir dann mal nach, wir messen das uns mal durch. Das Gerät stellen wir natürlich hier mal ein, beziehungsweise unten unter dem Video stellen wir das Gerät mal ein, das Datenblatt von diesem Fernseher noch mal anschauen könnt. Was ist hier im Lieferumfang enthalten. Genau, dann fangen wir jetzt mal an, hier reinzugucken, was denn alles im Lieferumfang enthalten ist. Da haben wir ja schon das erste. Die Fernbedienung in weiß gehalten. Ah, da ist das bestimmt ein weißes Gerät, gell? Ja. Sicherlich, ja. Mit Netflix, YouTube, Amazon Prime Videos und vielen weiteren. Das Netzkabel für 12 Volt. Ja. Sehr gut. Kabelhalter. Füße sind das. Genau. Dann sogar zwei Batterien mit dazu für die Fernbedienung. Das Standard. Und die Bedienungsanleitung. Schauen wir mal weiter. Ja, ebenso. 240 Volt Netzteil. Genau, das 240 Volt Netzteil. Da müsste es ja noch ein Gegenstück dazu geben hier. Genau, das haben wir hier drüben. Ein Stück dazu für 230 oder 40 Volt. Brauchen wir in dem Sinne gar nicht. Dann den Fuß von dem Fernseher hätten wir dabei. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Doch, dann brauchen wir diesen Fuß, liebe Wohnmobilfreunde, weil unseren Fernseher, den wir hier hinten verbauen, wie unser alter Fernseher, auch für den Außenbereich geeignet ist bzw. gedacht ist. Deshalb brauchen wir diesen Fuß. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Gerät. In weiß gehalten. Ja. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das ist das gute Teil. 24 Zoll in weiß, wie unser vorhergehendes Modell. Und wir bauen das Teil jetzt hier ganz einfach mal an. Wir zeigen noch mal die Anschlüsse von hinten. Toni erklärt uns noch mal, was haben wir jetzt hier für Anschlüsse.
Hier haben wir zum einen den Anschluss für die Antenne. Das ist die der S-Receiver. Ja. Genau. Das ist der C-Receiver-Anschluss. HDMI-Anschluss. HDMI-Anschluss einen. Das ist HDMI 2, haben wir hinten einen. Das ist der Anschluss 12 Volt. Ein ganz besonderer, gehen wir dann nochmal drauf ein. Dann haben wir für VGA-Kabel können wir hier anschließen. Also falls wir mal einen Laptop oder einen PC anschließen wollten, könnten wir den Bildschirm auch darüber abspielen lassen. Ton-Video. Genau, Ton-Video-Eingänge. AV-Anschluss und ein Koaxial-Out-Kabel haben wir hier dran. Dann haben wir hier, da haben wir das Einsteckmodul CE Plus. Den USB-Anschluss haben wir hier, den ersten HDMI-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und das hier ist Lautstärke für Kopfhörer. Kann ich jetzt nicht beurteilen, müssen wir dann nochmal schauen. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir hier den DVD-Player. Und auf der anderen Seite den DVD-Player. Super. Ja, liebe Freunde, genau wie unser altes Modell, das tauschen wir hier mal aus. Wir haben jetzt hier die Wandhalterung ganz einfach so installiert, weil wir das Gerät ja auch für draußen nutzen. So schaut es bei uns aus. Wir heben das Gerät nach oben aus und somit haben wir hier die optimale Möglichkeit, das Gerät zu nutzen. Jetzt entfernen wir erstmal hier die ganzen Kabelanschlüsse. Unser altes Gerät, wie man es hier sehen kann, hier tauschen wir die Halterung aus, die bauen wir an das neue Gerät ran. Ist ganz einfach zum Einstecken, wird von hinten hier eingesteckt und somit hält das Ganze. Das CE Plus Modul hier im Fernsehen ziehen wir raus, nehmen wir dann für den neuen TV hier wieder mit. Hier haben wir jetzt die Halterung. So, und dann setzen wir hier ganz einfach die neue Halterung. Vom Maß her passt es korrekt, brauchen wir gar nichts zu verstellen, hier wieder drauf. Von der Größe her, ich halte es mal drauf, das neue Telefunkengerät ist ca. 4 cm breiter, die genauen Maße gebe ich noch mal durch, und 2 cm schmaler oder von der Höhe her 2 cm niedriger. An dem neuen Gerät haben wir jetzt hier die TV-Halterung dran. Das passt alles wunderbar, 1:1. Ist ja vorgefertigtes Lochmaß. Jetzt habe ich hier gesehen, bei diesem TV, Telefunken-TV, ich habe es jetzt hier beim alten TV, 12-Volt-Anschluss, DC-Stecker. Das haben wir bei Telefunken nicht. Das ist ein anderer Stecker. Der 12-Volt-Stecker bei Telefunken schaut so aus. Ist auch ein separates Kabel dabei. Das stecken wir hier oben an. Bei uns haben wir jetzt hier die 12 Volt Dose hier oben. Da kommt das Kabel rein und wir stecken das jetzt mal an. So, wir haben jetzt hier angeschlossen unseren DVB-S Receiver, unseren Satellitenreceiver. Dann haben wir angeschlossen unseren 12 Volt Stromversorgung und wir haben hier noch angeschlossen unsere Erweiterung fürs iPad bzw. für das iPhone. Das Gerät hat WLAN, da erzählen wir noch mal was dazu, weil wir hier ein Netzwerk haben in unserem Wohnmobil. Das werden wir dann noch mal separat mit vorstellen. Wie ist unser Netzwerk hier aufgebaut? Wie funktioniert das? Warum ein TV, der jetzt hier Netflix beinhaltet, Internet TV? Das zeige ich euch dann nachher noch mal. So, das Gerät hängen wir jetzt hier ran. Freunde, Fernseher hängt 1A, genau wie wir uns das vorgestellt haben. Vom Maß her stimmt es exakt. Wir müssen natürlich uns hier ein bisschen was einfallen lassen, dass da ein kleines Stück nach vorne kommt, weil wir hier in der Kajacht die Schiebetür haben und dass die Schiebetür hier genau dazwischen noch aufgeht, müssen wir hier ganz einfach noch was an Verbreiterungen ranmachen für die Halterung. Wir haben jetzt hier diesen Standfuß und diese Füße. Das hebt man auf. Das ist für den Fernseher, wenn wir den dann im Außenbereich benutzen. Der erste Start. So, jetzt müssen wir bestimmt einstellen Sprache. Wir sehen schon jetzt vom Bild her, ist eigentlich relativ
entspannt. Das Land auswählen. Geschäftsmodus heißt, das ist der Modus für den Fernsehen, wenn er in einem Geschäft in der Ausstellung betrieben wird. Das wählen wir also nicht. Wir nehmen den Modus zu Hause. Dann haben wir Bildeinstellungen natürlich und dynamisch. Wir sehen hier die Unterschiede. Natürlich ist ein wenig dunkler, verbraucht weniger Energie. Bei dynamisch ist ein bisschen heller. Datenschutzrichtlinien gibt es jetzt natürlich auch, wie wir jetzt hier sehen, beim Fernsehen. Wir akzeptieren sämtliche Datenschutzrichtlinien, Internetverbindung, automatische Software-Update, Benutzer-Cookies, Portale, Applikationen und das HBBTV. Das akzeptieren wir und gehen auf Weiter. Jetzt stellen wir das WLAN ein. Hier haben wir unser WLAN-Gerät. Hier haben wir jetzt den WPS-Modus gedrückt in dem WLAN-Router. Wir haben jetzt eine Internetleitung, können wir jetzt hier sehen. 15.000 MB pro Sekunde. Das bestätigen wir. Das ist jetzt unsere Geschwindigkeit, die unser WLAN-Router hier über LTE liefert. Wir haben jetzt Antenne digital, Kabel digital, Satellit und analog. Macht es schon automatisch. Wir haben Satellit hier anliegen. Der Installationstyp ist hier Standard und HD+. Antennentyp direkt. Satellit liegt hier schon an. Wir können hier die Satelliten auswählen. Astra 1, 19.2 Ost. Jetzt sucht er die Astra Senderliste und bringt uns dann gleichzeitig die Referenztransponder, die Signalqualität und den Signalpegel. So, das ging jetzt relativ zügig. Wir haben jetzt hier die Transponderliste neu runtergeladen. Wir haben eine Aktualisierung. Jetzt zeigt er uns an, hier im Astra die Signalqualität 100% und den Signalpegel mit 90%. Die Programmliste hat er ja schon vorinstalliert gehabt. Er findet automatisch die Programme. Wir lassen das auch mal so stehen. Wir haben jetzt hier ein HD Plus Modul drin und somit haben wir jetzt hier alle HD Programme auf diesem Fernseher. Zur Information, das ist ja ein reiner HD Ready Fernseher. Trotzdem ein super exzellentes Bild liefert das Gerät hier ab. Von der Größe her finde ich ausreichend. Wir gehen mal rein in ein HD-Programm, was HD sendet. Haben wir hier zum Beispiel. Das ist ein reines HD-Ready-Gerät. Die HD-Plus-Karte hier schon bemerkbar. Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Wir haben jetzt hier Netflix, Prime, Video, YouTube, Kanäle von HD Austria und so weiter. Kann man hier nutzen. Wir gehen mal ganz kurz rein bei Netflix. Die Verbindung steht mit unserem WLAN hier an Bord. Hat sich jetzt eingebucht bei Netflix und somit haben wir jetzt hier die Möglichkeiten, vollumfänglich drauf zuzugreifen, wie wir das jetzt hier schön dargestellt bekommen. Man hat die Möglichkeiten, in diesem die Programmzeitschrift abzurufen. Man hat die Möglichkeit, hier diese Apps, die hier installiert sind, zu verschieben, zu löschen, neue installieren. Man haben hier diesen Programmführer, wie ich schon erwähnt habe. Dann haben wir Bildeinstellung, Ton, was jeder hat, Netzwerk, Installation, Einstellung, Anleitung. Das ist bei modernen Geräten so, dass die Anleitung jetzt mit auf den Geräten installiert ist. Dann haben wir die ganzen Aus- und Eingänge und dann die Quelle Einstellungen haben wir jetzt hier alle aktiviert, von TV bis Wireless Display. Hier haben wir jetzt mal die Auswahl von den Apps, die Apps-Anwendungen, einen App-Store, wo man Apps runterladen, wo man jetzt drauf zugreifen kann, auf Film, Fernsehen direkt. Es gibt Streaming-Anbieter für TV-Programme und jede Menge mehr. Das war für uns das Wichtigste, dass wir das Gerät ausgetauscht haben. Punkt 1 von der Größe, Punkt 2 die Energiesparsamkeit. Jetzt noch mal ganz kurz zur Qualität. Wir zeichnen ja YouTube-Videos auf in HD bzw. in 4K mit einer Geschwindigkeit über unser Netzwerk von ca. 20 bis 30 Mbit pro Sekunde. Zum Ton zu diesem Gerät, diese Geräte.
in der Größe haben natürlich nicht so einen Resonanzkörper, wie man es jetzt hier kennt von einer normalen Anlage. Man hat die Möglichkeit, jetzt hier einen externen Lautsprecher anzuschließen, eine Box. Da schauen wir nochmal. Ich habe so eine kleine Box, die werde ich auf jeden Fall mal hier mit installieren und eine Tonqualität mal mit hier aufzeichnen und präsentieren. Klingt plätschern. Man kann natürlich das Ganze auch einstellen vom Ton her. Raumklang klingt natürlich hier bei diesem Gerät nicht so überzeugend. Unser Grundfazit zum Ton: Hier kann man nicht viel mehr erwarten. Das ist verständlich bei dieser Größe und den eingebauten Lautsprechern. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, unser erstes Grundfazit zu diesem 24 Zoll TV Telefunken XH24G501VD-W. Das ist die korrekte Bezeichnung. Ein exzellentes Gerät, obwohl kein HD-Gerät, sondern ein HD-Ready-Gerät. Leichte Einstellmöglichkeiten, sehr viele Varianten in Verbindung Smart TV. Energieverbrauch liegt bei Herstellerangaben 19 Watt. Wir gehen mal davon aus, dass er diese 19 Watt verbraucht. Im Standby-Modus ist er unter 0,5 Watt. Die Abmessungen vielleicht mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier die Gerätemaße ohne Fuß, eine Breite von 554,5 und eine Höhe von 341. Die Tiefe ist 63. Ich musste das Gerät weiter nach vorn setzen, weil wir hier Probleme hatten mit der Schiebetür. Ja, was ist noch wichtig für unser Reisemobil zu wissen zu diesem Fernseher, zu diesem 24 Zoll Fernseher? Ein LED-Gerät, schon mal eine wunderbare Geschichte. Man haben zwei HDMI-Anschlüsse, wir haben eine USB im Hintergrund und wir haben Audio und Video in einen VGA-Anschluss. Das Gerät hat einen Triple-Tuner verbaut, Kabel und Satellit und natürlich auch das terrestrische Fernsehen. Das Datenblatt von dem Fernseher werde ich auf jeden Fall mal hier mit verlinken. Der DVD-Schacht spielt alle gängigen Video- und DVD-Formate ab. Man hat auch einen entsprechenden Media Player drin, man hat eine Kindersicherung dabei. Wichtig ist natürlich auch bei diesem Gerät, was uns natürlich alle betrifft, der 12-Volt-Anschluss. WLAN integriert. Ich zeige das Gerät nochmal, wie wir es hier installiert haben an der Wand. Auch speziell für unsere Kajacht-Freunde, dass man das mal ganz explizit sehen kann. Das Gerät hängt jetzt hier bei uns hier an dieser Innenwand und haben hier, wie wir es hier genau, unsere Schiebetür geht genau hinter diesem TV rein. Der entsprechende Abstand wurde auch entsprechend vergrößert. Ja, liebe Wohnmobilfreunde und Mitreisenden, das war die Vorstellung von unserem neuen TV-Gerät. Vielen Dank, dass ihr unser Video wieder geschaut habt und lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns natürlich auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.